Hallo meine Lieben, heute ganz ein spannendes Thema in dieser Procreate Basic Videoserie. Ich werde euch zeigen, wie ihr Animationen erstellen könnt und auch wie die Zeitraffer respektive die Timelapse-Funktion funktioniert und mehr dazu gleich nach dem Intro. Vom Aufzeichnen her gibt es zwei Dinge. Einerseits ist es die Animation, also ihr könnt eine eigene Animation erstellen oder ihr könnt den Zeitraffer nutzen oder diese Timelapse-Funktion nutzen. Um diese Timelapse-Funktion zu nutzen, ich hatte euch bei einem der ersten Tutorials gesagt, ihr könnt über die Einstellungen des Timelapse rausnehmen, einfach um euch da so ein bisschen auch Speicherplatz auf eurem Device quasi zu sparen. Hier bestimmt ihr, soll es eine Zeitrafferaufnahme geben oder nicht. Ich mache die jetzt mal aktiv. Dann mache ich hier einfach mal so ein paar Kreise. Fülle die vielleicht noch ein Dreieck. Das heißt, ich habe jetzt diese zwei Elemente erstellt. Wenn ich jetzt auf die Zeitrafferauswahl gehe oder Videoauswahl gehe, dann kann ich hier mir angucken, was ich gemacht habe. Und ich kann das Ganze auch exportieren. Das macht zum Beispiel Sinn, wenn ihr als Beispiel, wenn ihr beim Handlettering irgendwas zeichnet und diesen Zeichnungsprozess eigentlich mitfilmen wollt und das zur Verfügung stellen wollt, das cooles Video, dann könnt ihr zum Beispiel sowas machen. Wichtig bei dieser Zeitrafferaufnahme ist auch noch, wenn ihr den Canvas am Anfang erstellt, dann habt ihr hier diese Zeitraffer-Einstellungen und da könnt ihr angeben, eben wie die Auflösung ist und wie die Qualität ist. Das bestimmt dann auch, wie eure Zeitraffer Videos in der Qualität zur Verfügung stellen. Wenn wir uns jetzt angucken, wie ihr eine Animation erstellen könnt, da geht ihr auf die Einstellung, dann geht ihr auf die Leinwand und da habt ihr einen Animationsassistent. Wenn ihr den aktiviert, kriegt ihr hier unten eine neue Leiste. Und da habe ich jetzt zwei Frames. Wenn ich jetzt zum Beispiel etwas zeichne, ich mache hier so einen Ball, dann sage ich Frame hinzufügen, dann wird der so ein bisschen dunkler. Dann mache ich quasi denselben Ball oder einen ähnlichen Ball, sagen wir es mal so. Nochmal ein Frame hinzu. So, jetzt habe ich hier unterschiedliche Bilder, wo ich jeweils diesen Ball habe und der letzte ist leer. Wenn ich das jetzt wiedergebe, dann seht ihr, dass sich dieser Ball quasi bewegt. Einstellen, wie sich der bewegen soll, könnt ihr a durch die Bilder pro Sekunde, wird es je nachdem, wenn ich hoch auf 60 gehe, dann ist es krass schnell, ne? Also würde jetzt bei dem hier keinen Sinn machen. Wenn ich runtergehe auf 10 Bilder pro Sekunde, dann sieht das schon ein bisschen anders aus. Dann kann ich die Zwiebelschichten zwischen den Frames bestimmen.
Das bestimmt, wie, na, früher hat man genau dieses Daumenkino gemacht. Und hier ist es eigentlich, wie viele Schichten zeigt, also wie viel von der letzten und nächsten Schicht zeigt es mir quasi, bevor das nächste Bild kommt. Also je mehr Zwiebelschichten ich habe, desto flüssiger sieht es aus. Und dann könnt ihr auch noch die Deckkraft von dieser Zwiebelschicht quasi definieren. Dann könnt ihr definieren One-Shot. Das heißt, der geht einfach einmal durch und dann ist fertig. Ihr könnt sagen unendlich. Dann fängt er immer wieder von vorne an. Oder ihr könnt einen Ping-Pong definieren, dann geht er immer wieder quasi hin und her zwischen diesen Frames. Und noch so eine Spielerei, ihr könnt auch die Farbe der Sekundärframes anpassen. Und was diese Farbe macht, ist, es gibt eine andere Farbe von denen, die vorher liegen, zu denen, die nachher liegen. Einfach, um euch hier eine Hilfestellung zu geben. Ein Frame hinzufügen kann ich hier. Oder ich klicke auf das Frame drauf und dann kann ich hier sagen, einerseits duplizieren, löschen, soll es im Hintergrund stehen bleiben. Das heißt, das macht so Sinn, wenn ihr irgendetwas habt, was überdeckend ist und mit den weiteren Frames passiert irgendetwas unter dieser Ebene, dann macht es Sinn, wenn das erste Frame stehen bleibt, das könnt ihr machen, oder ihr könnt auch die Haltedauer definieren. Seht ihr es wahrscheinlich nicht mit meiner Hand, aber wenn ich die Haltedauer hochschraube, ein Frame, zwei Frame, drei Frame, dann ergänzt es hier Frames mit genau demselben Bild. Das heißt, dieser erste Punkt dauert dann länger als die anderen. So könnt ihr quasi auch die Geschwindigkeit des von einzelnen Sequenzen in diesem Ablauf bestimmen. Also hier habt ihr wirklich extrem viele Möglichkeiten, das Ganze auch anzupassen. Und das, was ihr am Anfang habt, das habt ihr auch am Schluss. Da könnt ihr auch sagen, soll das im Vordergrund bleiben. Wenn ihr diese einzelnen Animationen oder Frames erstellt habt, dann hat es euch hier an den Ebenen effektiv einzelne Ebenen erstellt für jedes dieser Bilder. Das heißt, ich kann immer noch reingehen und Basketball wäre orange, ne? So in diesem Dunkelorange. Ich will diesen Ball hier ausfärben und dann zum nächsten übergehen und den auch ausfärben. Und so könnt ihr die einzelnen Ebenen effektiv auch noch manipulieren. Das war das, was ich euch zeigen wollte. Und wenn ihr damit fertig seid, dann könnt ihr hier über die Aktionen bereitstellen. Könnt ihr sagen, zum Beispiel, ich will das als animiertes GIF bereitstellen, ich will es als animiertes PNG oder ich will es als animierte MP4 bereitstellen. Und so könnt ihr eure Animationen dann auch exportieren. Das war es eigentlich auch schon, was ich euch in diesem Video zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und die Informationen waren hilfreich für euch. Wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann klickt auch auf das kleine Glöckchen unten. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!